Beschreiben Sie die Leittextmethode. Nun, was ist die Leittextmethode? Das ist eine schriftliche Übungsanleitung. Die mit Fragen durch Lernmaterial führt. Ja, versuchen wir es erstmal mit dieser Definition. Wie muss man sich vorstellen? Hier ist Lernmaterial oder Material oder allgemein hier sind Informationen zum Thema, um das es geht. So, das ist hier. Und zwar ist das hier als Audiodateien zum Beispiel, als Videos oder als Text. So, eine Menge Lernmaterial zum Thema. Und die Leittextmethode führt nun den Lernenden mit Fragen durch dieses Lernmaterial. Also hier kommt eine Frage aus der Übungsanleitung und diese Frage muss jetzt mit Hilfe des Lernmaterials geklärt werden. Das ist die Frage 1. Dann kommt die Frage 2, die muss wieder mit Hilfe des Lernmaterials geklärt werden. Und das geht weitestgehend selbstgesteuert. Schriftliche Übungsanleitung, die mit Fragen durch Lernmaterial führt, und zwar weitgehend selbstgesteuert, das heißt durch die Übungsanleitung gesteuert, nicht durch den Ausbilder gesteuert. Ja, so ist das gemeint. Das heißt, der Lernende hat vielleicht auch durchaus mal die Freiheit, vielleicht auch erstmal Frage 3 zu klären, eher Frage 2 klärt. Ja, er steuert diesen Prozess der selektiven Wahrnehmung des Lernmaterials, denn das ist es faktisch. Ja, das Lernmaterial wird durch eine Brille von wechselnden Fragen selektiv wahrgenommen. Und führt dann zu einer gewissen Struktur. Wenn man die Fragen Schritt für Schritt oder eben auch nicht Schritt für Schritt, aber wenn man sie beantwortet, dann kommt man zu Erkenntnissen über das Thema. Ja, und das ist auch oft eigentlich fast nur eine Gruppenarbeit. Ja, Leittextmethode macht man in Gruppenarbeit. Sie wissen, dass vor Jahren diese PISA-Studie kam, die dann zum PISA-Schock führte. Wir sind ja gar nicht die führende Bildungsnation. Ja, und dann hat man geguckt, wer ist denn führend? Und das waren die Finnen. Und dann hat man festgestellt, die arbeiten sehr viel mit Leittextmethode. Kleine Gruppen, 3, 4, 5 Leute, werden angeleitet durch die Übungsanleitung, durch den Fragenkatalog, sich ein Thema zu erschließen. Und der Ausbilder, ja, den kann man fragen, wenn man mal zwischendurch festhängt, und er kontrolliert das Ergebnis. Ja, also weitgehend auch selbst motivierend hier. Die Gruppe motiviert sich untereinander, sich dieses Thema zu erschließen. Es ist ein Erschließen des Themas mit Hilfe von Fragen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht,
Sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.